Frage. Und zwar geht es hier um eine spanische Bank, die in Deutschland sehr aktiv ist. Und da wird gefragt, ob man eine solche Finanzierung machen kann. Meine ganz klare Empfehlung, laufen Sie bitte nicht in folgenden Fehler hinein. Es gibt mittlerweile viele Banken, die Ihnen selbst keine eigenen Darlehensmittel, kein eigenes Geld zur Verfügung stellen. Das heißt, da steht zwar draußen Bank drauf, aber diese Banken sind reine Vermittler. Das heißt, diese Bank vermittelt für andere Banken Darlehen. Das heißt, warum macht sie das? Weil sie Punkt 1 entweder selbst nicht genug Eigenkapital hat oder weil sie sagt, wir scheuen das Risiko und den ganzen Arbeitsaufwand einer Baufinanzierung und lassen das Risiko eben lieber eine andere Bank tragen. So, das heißt, dadurch kann Ihnen passieren, ob das jetzt die gelbe Bank ist, dass die gelbe Bank Ihnen oder die italienische Bank, die früher bayerisch war, dass die Ihnen plötzlich ein Darlehen von einer Basketballerbank vermittelt. Ja? Oder dass die Ihnen Darlehen von, als Beispiel, von der Sparkasse vermittelt. Ja? Also achten Sie darauf, das ist grundsätzlich okay, aber warum wollen Sie dann bei dieser Bank das machen? Dann ganz klare Empfehlung, laufen Sie lieber direkt zu der Bank, dann sparen Sie sich zumindest ein Zwischen. Händler oder eine Zwischenstation und können etwas direkter dort kommunizieren.